Platz sicherlich ein paar Tricks beibringen. So, willkommen zurück zu meinem Let's Play Venedica. Wir fragen ihn noch etwas aus. Was wirst du jetzt über seine tun? Zukunft machen naja, zuerst. Naja, was könnte das schon sein? Eine große Wahl habe ich ja nicht. Ich werde bis zum Ende meiner Tage hier schuften. Oder zumindest bis ich eine bessere Schmiede wohl gefunden nicht. Habe. Zum Beispiel in Venedig. Die wirst du finden. Wie ich mich nach einer Schmiede in Venedig sehne. Wenn mir jemand eine Schmiede in Venedig anbieten würde, ich würde nicht lange zögern. Ach, aber die gebe ich ihm, keine Sorge. Um leisten zu können, müsste ich ungefähr 10 Leben lang schuften. Also, vergiss das. Okay, frage ich ihn jetzt ob Hilfe. Erstmal solltest du die Kleidung im Moment nicht. Genau. Ich brauche dann brauche ich gleich Kleidung. Eine neue Kleidung. Naja, meine Tochter ist ungefähr in deinem Alter. Du könntest etwas von ihren Kleidern haben. Die sind in einer Truhe in meinem Haus, das schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite steht. Du kannst sie gern mitnehmen. Weiß ich. Aber ich sollte sie erst auf deine Größe anpassen, bevor du sie anziehst. Also komm damit nochmal hier vorbei. Das solltest du wirklich. Okay. Jetzt holen wir uns als allererstes... Zuerst machen wir diese Vase kaputt, weil meistens ist da was Nützliches drin, das ich dann später verkaufen kann, um Geld zu bekommen. So. Jetzt sprechen wir... jetzt gehen wir jetzt zuerst in Matthäus Haus. Da. Und holen uns die neue Kleidung, damit Scarlett eine neue Kleidung hat. Geh zum Bücherschrank, Scarlett. Danke. Und lest dir das Buch durch. Okay. Mensch, hast du eine Unordnung gemacht. Wenn du Bücher findest, erhältst du einen Tagebucheintrag. Eintrag, den du im Inventar öffnen kannst. Neuer Tagebucheintrag erhalten über Bestien. Tipp, diese Zeit zeigt dir... Ach, lest es euch selber durch. Ich kann es fast nicht lesen, weil ich muss es die Stimme ja nachfügen. Okay. Tipp. Diese Zeile zeigt deine Waffen und Rüstungen. Bewege die Maustaste über sie, um mehr an sie zu erfahren und ziehe sie aufs Galt, um sie damit anzurüsten. Okay. Nur 8 Schaden. Kein Wunder, dass sie so schwach ist. diese Seite zeigt deine Gegenstände. Ziehe einen Gegenstand auf Scarlett, um ihn zu benutzen, oder aktiviere ihn und ziehe ihn auf die Schreibfläche, um er ist dann jederzeit verfügbar zu laden. Also die unten mit diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, und da ist jetzt die imperiale Münze drin. Die könnte ich irgendwann mal verkaufen, wenn ich mehr davon habe. Ja, ich zeige euch gerade noch mit der Maus, wo die Schaltfläche ist. Okay. Tipp. Diese Seite zeigt dir Gegenstände, die deine Aufträge betreffen. Sie helfen dir bei deinen Abenteuer Fortschritten zu machen und können nicht mehr verkauft werden. Das ist auch gut, dass ich dich nicht verkaufen kann. Tipp. Diese Zeit hat deine Körperfertigkeiten. Da kannst du Fertigkeiten erlernen, wenn du deine Lernansprüche und genügend Fertigkeiten besitzt. Ziehe die obere Fertigkeit auf die Schnellleiste, um es sie verfügbar zu haben. Ja. Weiß ich. Ja, das ist alles noch nicht gelernt. Tipp. Diese Zeit zeigt deine Geistfertigkeiten. Du kannst Fertigkeiten erlernen, wenn du Lehrer ansprichst und geringe Fertigkeitenpunkte hast. Zeichne wie eine Fertigkeit auf die Schnellleiste und um sie verwenden zu können. Ja, wissen wir. Diese Fertigkeit, wenn wir eine Mission annehmen und wir lassen die auf der Karte anzeigen, dann können wir diese Fertigkeit verwenden und dann führt uns ein Rabe dorthin. Tipp. Diese Seite zeigt deine Aktionen, aktiven Aufträge. Klicke auf kleine Karte zeigen, um Ziele des Auftrages der Karte zu ziehen. Und dann kann man die Krähe-Fertigkeit verwenden, um dieser Aufgabe zu folgen. Und das sind meine ganzen Aufgaben. Quack, quack, quack. Tipp. Das Tagebuch beinhaltet wichtige Informationen, die du im Laufe des Spiels findest, über Bestien. Gesammelte Informationen. Drück mal eine Waffe in der Hand, ist ein einzelner Wühler keine große Gefahr und das Fell nun
geringfügig verkauft werden. Man sollte jedoch darauf achten, dass sich kein Wühler an den Rücken steigt und seinen gefährlichen Biss setzen kann. Okay. Gut. In Zukunft lasse ich das euch erst alleine lesen. Legen wir es einfach noch alles an, damit das jetzt nicht mehr so schwarz ist, sondern grau. Und holen uns die Kleidung. Die zweite Truhe daneben können wir noch nicht öffnen. Die mit den zwei Schlössern, die können wir noch nicht öffnen. Aber bald werden wir sie öffnen können. Aber erst bald. Okay, nehmen wir noch das Brot mit. Das ist immer gut für die Gesundheit. Gehen wir noch hier runter. Denn unter der Treppe befindet sich eine Vase. Und in dieser Vase ist eigentlich eine Kette drin. Die ich gerne hätte, aber die Kette taucht bei mir nie auf, sondern immer nur Tukaten. Keine Ahnung warum. Okay. Und deshalb... nein, hier ist nichts mehr. So, hier können wir auch noch reingehen. Hier finden wir noch ein sehr, sehr altes Bett. Ein bisschen Brot. Noch etwas Brot. Und ein altes Bett, wie gesagt. Und noch eine Tür zum Hinterausgang. Die werden wir allerdings, glaube ich, nicht verwenden. Oder nehme ich sie? Nee. Ich nehme sie nicht, weil sonst komme ich bei diesen, der mit mir trainieren will. Und mit dem Kleid kann sie das noch nicht. Und deswegen gehe ich da jetzt noch nicht hin. Jetzt gehen wir zurück ins Dorf. Und zurück zu Matteo, um uns die Kleidung anpassen zu lassen. So, aber erst wenn wir neue Kleidung haben, können wir weitergehen. Hey, Matthäus, wie Schmiede. Kann ich dir helfen? Indem du mir die Kleidung anpasst. Ich habe diese Kleidung gefunden. Uiui, meine Tochter ist wohl ein wenig füllig geworden. Mal sehen, was ich da ist wohl schwanger. Zum Glück muss mein Gehilfe nicht mehr sehen, wie ich die Schmiede in eine Änderungsschneiderei verwandle. Ich weiß zwar nie, dass du ein Gehilfe gehabt hast, aber okay. Sieht das gut aus. Ja, sagt nichts. Das war das Beste, was ich... Moment, das sieht gar nicht so übel aus. Passt wie angegossen. Kennt ihr die Kleidung, also die ist früher habe ich sowas ja mit Rüstungen gemacht. Auch gewesen, wo ich euch das Spiel vorgestellt habe. Anstatt mit einfachem Stoff. Solltest du eine Rüstung finden, die dir nicht passt, dann bring sie bei mir vorbei. Dann werde ich meine ja, alten und die Preise Künste sind auspacken. Ganz schön hoch manchmal. Na dann, viel Glück. Oder warte, vielleicht kannst du mir ja auch einen Gefallen tun. Ich brauche unbedingt eine neue Schmiedezange. Der verstorbene Alte aus der Waldhütte hatte eine, die er mir schon lange schenken wollte. Vielleicht könntest du runter in den Efeugraben gehen und sie mir holen? Ich nehme die Aufgabe an, weil ich komme da sowieso vorbei. Also ich kann die Aufgabe auch ablehnen. Ja, weiter geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin, ciao.